Das unfruchtbare Land. Oh, das ist gar nicht so unfruchtbar, wie ich dachte. Das Gute ist, die Schlange wird unser Gegner sein. Das heißt, die wird mit viel Feuer arbeiten. Aber wir haben den Nachteil, es ist zwar gut, dass die alle hier sind, aber ich glaube, das wird uns länger aufhalten. Weil hier ist das Einzige, wo wir an Farmen kommen. Und Farmen brennen sehr schnell ab. Ich werde wahrscheinlich zuerst ihn holen müssen. Dann werde ich von hier rechts nach links aufräumen müssen, weil alles andere wird dämlich. Vor allem haben wir überhaupt kaum Güter hier hinten. Eure Beliebtheit sinkt. Eure Beliebtheit sinkt. Warte, wir haben wirklich gar nichts hier. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ich weiß schon, ich werde sehr viel Brot. Ich werde nur Brot produzieren in der Mission. Es werden Rekruten. Ja, ja, ich arbeite dran. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Die haben relativ wenig Geld, aber ihre Truppen brauchen auch wenig Geld. Wir hatten eine reine Brotproduktion. Haben. Ihr seid wahrlich der unbarmherzigste Tyrann im Königreich, eure Lordschaft. Zum Verkauf habe ich noch gar nichts. Al-Hisanu Sarir. Khuyuluna Jahiza. Laman Asra. Erkab Mittlerri. Ich muss echt aufpassen. Früher habe ich es immer so gemacht, dass ich hier Türme platziert habe. Aber das war nicht so wirklich effektiv. Deshalb versuche ich es diesmal mit Berittenen. Einfach nur, um die Sklaven fernzuhalten, denn die haben viele Sklaven. Die dürfen da einfach nicht rankommen an die Farm. An die Farm. Blöder Hof, ne? Ich werde jetzt mal was tun, was ich sonst nicht mache. Das hat den Grund, ich brauche relativ schnell Geld. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Wir verlieren ein bisschen Gold. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. So, wird nur über Brot laufen. Wir schießen erstmal den ihre Bauern weg. Denn wir brauchen Zeit. Da kommen schon die ersten Sklaven. Oh, Löwen. Soll sie lieber auf den losgehen? Wir werden überfallen! Okay, wir brauchen Geld. Gut, wir haben erste Getreide gesammelt, das ist super. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Wir brauchen viel mehr Mehl. Ach ja, da kommt er auch mit Schleuderschützen, aber die sind relativ sinnlos. Al-Farasutadla.
Mustahil. La man asram. Ich brauche viele Berittene. Wegen den Sklaven. Und ich brauche haufenweise Brot. Brot ohne Ende. Wir haben keine, wirklich überhaupt keine Rohstoffe in der Mission. Ein bisschen Holz. Aber das ist auch schon alles. Mehr haben wir hier einfach nicht. Das ist echt eine beschissene Position. Zum Okum? Erkab mit der Rieh. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Ah, sehr gut. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Brauche ich gar nicht gucken. Das ist unser einziges Handelsgut, was wir hier haben. Al-Hisanu sari'. Nantabr. Al-Farasu ta'du. Ich muss vor allem auf meine Farm achten. So, haben die denn schon Truppen? Nicht wirklich, aber ich habe weniger. Hier hinten muss ich dann später auch noch ein paar platzieren, falls sie mit Sklaven durchkommen. Und dann brauche ich auch schon die erste Angriffseinheit. Aber es ist immer so ein Katz- und Maus-Spiel, trifft's das? Weiß nicht. So, die Bäckereien sind auf jeden Fall nicht alle beschäftigt. Oh, doch, sind sie. Jetzt langsam wird das vielleicht mit dem Holz hier, mit dem Mehl besser. Weil anfangs wollen die halt, gehen die halt alle aufs Mehl los. Solange ich immer genug Getreide habe, ist es okay. Sollte eine Farm abfackeln, kann ich vielleicht ein bisschen für Ersatz sorgen. Er hier hat den größten Vorteil eigentlich, der hat hier haufenweise Eisen, an das ich nicht rankomme. Wird sich aber auch nicht lohnen. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Al-Hisanu sari'. Nahnu abtal. La man asra. Wir werden überfallen. Der Vorteil ist, dass sie ja bloß Lanzenkämpfer hat. Und die halten nicht viel aus. Und Bogenschützen zum Glück auch nicht. Die kann man relativ simpel abwehren. Die sind jetzt auch nicht gefährlich. Die Sklaven könnten echt Probleme machen, wenn wir Pech haben. Ihr könnt auf uns zählen. Meistens gehen sie entweder auf eure Farmen los oder auf den Kornspeicher, denn so die Hauptziele der Sklaven immer. Hauptsache, die fangen sie ab. Ob sie reinreiten oder wie sie töten, ist eigentlich egal. Hauptsache, die werden abgefangen. So, hier müssen wir aber aufpassen, weil hier können sie auch angreifen. Nicht, dass sie da einfach an unserer Defensive vorbeirennen. Al-Hisanu sari'. Das Volk liebt euch, my Lord. La man asra. Werde ich hier noch ein paar patrouillieren lassen. Nur für den Fall der Fälle. So eine bewegende Verteidigung ist echt gut. Vor allem gegen solche schwachen Gegner. Also, die können euch wirklich vernichten. Die fügen euch so viele Nadelstiche zu, dass ihr irgendwann ausblutet. Langsam. Und sobald der erste Angriff kommt, wird er sowieso hier anders. Dann müssen wir versuchen, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass sie unsere Versorgung angreifen können. Ah, gut. Und schon sind sie dran. Wir haben nicht genug Defensive. Der Nachteil ist auch, wenn ihr stehende Türme habt,
dass die halt wirklich ständig hier auf solchen Hinterhelden auf eure Türme schießen. Und das ist sehr ärgerlich, weil ihr trefft sie dann ewig lange nicht. Und er stellt die wirklich, ich muss sagen, da stellen sie sich sehr klug an. Die stellen die taktisch immer sehr klug auf. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Ist okay. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Sind sie durchgekommen? Ach, hier oben ist ja auch noch ein Durchgang. Gut, dass sie den jetzt verraten haben. Den habe ich nämlich nicht bemerkt. Seht ihr, das ist voll, die sind voll hinterlistig, die Typen. Nun werde ich natürlich denen ihre Steinproduktion hier hängen. Ich will nicht, dass sie mir Probleme machen. Unser Land, ist, was wir übrigens haben, ist wirklich sehr unfruchtbar, habe ich das Gefühl. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Wenn es mit der Religion irgendwann nicht mehr aus... Ich will immer Waren verkaufen. Dabei haben wir bloß Brote zum Verkaufen. Normale Bogenschützen wären, glaube ich, schon längst tot. Deshalb die Berittenen. Weiß nicht, vielleicht will er auch einfach nur seine Sachen hier sichern. Das könnte natürlich auch sein. Mir ist egal, ich will einfach nur seine Truppen loswerden. Wohin gehen wir? Die Sklaventrupps, die hier einsetzt, werden aber natürlich auch nicht schwächer, wie wir hier gerade sehen. Im Gegenteil, das werden immer schlimmere Trupps. Aber es ist gut, dass er die nutzt, denn die kosten ihn auch Geld. Sind zwar immer nur 5 Münzen, aber wenn er so 20 Stück von denen schickt, haben wir jetzt hier ein Problem. Muss man sie hier hinten lassen. Sind tatsächlich welche durchgekommen. Wenn die jetzt hier ein Feuer legen, ich kann da... So schnell komme ich nicht wieder auf die Beine. Unterschätzt manche Gegner einfach nicht. Habt ihr ja vorhin gesehen, wie schnell es gehen kann. Allzeit bereit. Womit kann ich dienen? Setzen wir mal auf Defensive. Nennt euren Wunsch. Und hier auch ein paar Defensive. Wenn hier doch mal einer durchkommt. Kommen sie wieder. Ihr müsst nicht auf die schießen, das ist okay. Die Sklaven sind hier mitunter sogar noch ein größeres Problem als die Bogenschützen und die Lanzenkämpfer, wenn sie durchkommen. Weil die kann ich jetzt hier unten noch abfangen mit meinen Bogenschützen. Weil die Sklaven machen die Gebäude halt relativ schnell kaputt bei mir. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Naja. Gelb könnte bald angreifen. Wohlgemerkt, bisher ist noch kein Feuer ausgebrochen. Wenn das nämlich passiert, dann ist hier Polen offen. Ja, ich weiß, Polen ist offen, dank der Grenzöffnung, aber ihr wisst, was ich meine.
Ist das rassistisch, wenn man das sagt? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Verteidiger. Das ist wahre Macht. Und plus 7, da brauche ich auf jeden Fall mehr. Wenn die nicht überwältigt sind, war's das. بأمرك الفرس تعدو لا من أسرع. Wir verstärken einfach ständig jetzt unsere Defensive. سموكم اركب مثل الريح ننتظر الفرس تعدو لا من أسرع. Und irgendwann ist unsere Defensive stark genug, dass wir allem standhalten. Er geht auf jeden Fall langsam auf Angriffskurs, habe ich das Gefühl. Wir töten aber haufenweise Gegner durch die Sklaven, glaube ich. Die fallen ja wirklich wie die Fliegen. Weiß noch nicht, wo ich die einsetze, ich lasse mal hinten. Wahrscheinlich werde ich hier noch mehr brauchen. خيولنا جاهزة. الحصان سريع. الفرس تعدو. لا من أسرع. بأمرك. Es werden langsam viele. اركب مثل الريح. الفرس تعدو. Warum kommt ihr hier auch ständig mit Bogenschützen? So. Ich lasse die übrigens auch rumreiten, nicht nur weil damit sie weniger Pfeile abkriegen, sondern wenn sie nämlich wenn die Sklaven Gefahr laufen, dass sie durchkommen und sie reiten in die Sklaven rein, werden sie aufgehalten, Sklaven. Und solange sie gegen jemanden kämpfen, können sie kein Feuer legen. Ich frage mich, wie viele Gegner ich schon getötet habe. Eine Anzeige wäre nicht schlecht. Aber Lila wird bald angreifen. Das Gute ist, wir haben die stärkeren Truppen. Die Steine behalte ich wirklich noch für den Fall, dass ich sie mal brauche. Die Berittenen hier werde ich bald brauchen, glaube ich. Irgendwann wird denen da oben das Holz ausgehen. Ah, das wird ein Angriff. Leiternträger, die absolut nutzlos werden. Eigentlich absolut nutzlos sind in dem Fall. Also reiten wir zum Angriff. Hört ihr auch diese Schritte? Gevatter Tod ist auf dem Weg zu. Nein, zu euch.